Es ist Freitag, der 4. Juli. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Tag. Wir lesen im neutestamentlichen Losungswort von Paulus. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, Vers 10. Als ich noch Ausflüge gemacht habe, in Beizen, für in einem missionarischen Team zu Bern, solche Leute irgendwie mit dem Evangelium zu neuen Lebensschritten zu bewegen, ist einer der, der besoffen war und gesagt: Ich bin der, ich bin. Das war seine Identität. Er hat sich für jemanden fast Unsterbliches gehalten. Das hat mit dem zu tun, dass Menschen nicht etwas Gewöhnliches sein wollen, dass sie also aus dieser Allgemeinheit ausbrechen, dass es für sie eine beängstigende Perspektive ist, so zu sein wie alle anderen. Und dass sie sich dann lieber umgeben, so mit einer besonderen Aura, mit einer Antithese stehen sie im Leben, so mit einer Gegenposition und versuchen zu beweisen, dass sie etwas Besonderes sind. Etwas von dem haftet ja uns allen zusammen auch an. Der Lise hatte ihre beiden Katzen einen raggelten Junge gehabt. Und das Jüngste von ihnen, das Bitschi, dem war es einfach zu blöd gewesen, die Spiele von den anderen Katzengeschwistern mitzumachen. Es wollte ausbrechen, es wollte nicht so ein kleines, doofes Büsi sein. Und dann ist sie zuerst zur Geiss, hat sich als Geiss gebärdet. Aber als sie zum Melken gegangen ist, hat sie natürlich fluchtartig zu weiter gesucht. Dann ist es zum Göckel, hat probiert, ohne einen kleinen Göckel zu sein. Aber als der Hahnenkampf losgegangen ist, hat sie auch dort müssen fliehen. Dann ist es zu den Enten, ist den Enten hinten nachher gewatschelt. Und als du die in den Teich schwimmen, ist es natürlich ertrunken. Du hast eine von den Enten gerettet. Und schliesslich ist es zu den Hasen gekommen und am Abend im Hasenstall eingesperrt gewesen. Und dort ist die grosse Furcht über das Bitschi gekommen. Es ist krank geworden und Lisette hat sie ins Bett da und mir hat es wieder aufgepäppelt. Nachdem es auf eine längere Zeit wieder gesungen worden ist, hat es ein grosses Katzenfest gegeben im Garten. Und das Büsi hat du endlich gemerkt, was es für Vorteile gibt, wenn man selber auch ein Büsi ist. Und das ist es hier mit Freude auch gewesen. Ich habe die Geschichte 100-mal erzählt und ich kann sie immer noch. Und ich weiss, dass sie Kinder gerne haben, weil es ist ein bisschen jedem Menschen seine Geschichte. Es ist ganz sicher auch an Paulus seine Geschichte gewesen. Er wollte auch immer etwas Besonderes sein, bis er vom höheren Ross runtergefallen ist und gemerkt, er ist auch nur ein Mensch, der sich hat verrennt, der sich hat verirrt. Und von dann an hat es für ihn eine neue Geschichte gegeben, die darin endet, dass er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er ist also auch bei den Geringsten gelandet, wo vorher denkt, er ist einer der brillantesten Studenten zur Zeit von Gamaliel. Und er hat von sich selber gesagt, er sei der Geringste, ein Mickrige, was ja der Name Paulus so sagt, ein Mickrige. Eine Zeit lang habe ich mich genervt, als die neuen Kronen aufgekommen sind, die man aus einer ganz gewöhnlichen Ravioli-Büchse macht. Und dann die Pellen überall auf den Kronenzacken. Ich dachte, Mamma mia, das ist doch ein Faust auf ein Auge. Genau so sind ja eigentlich Kronen nicht. Aber der heutige Vers hat mir jetzt entscheidend geholfen, die Kronen, die bei uns immer im Frühgebet steht, die Frau tut die Gänge her, besser zu verstehen, die auch lieb zu haben. Weil es ist genau das. Es ist die Blechdose auf der einen Seite, ich bin, was ich bin. Und dann, durch Gottes Gnade, bin ich aber auch noch etwas Spezielles zu seiner Ehre. Der Paulus war dann nicht nur der Geringste und ein Christenverfolger. Der Schandfleck hat er nie weggebracht. Er ist auch dazu gestanden. Er war da wirklich nicht mehr als eine andere Blechdose. Aber er war auch ein Apostel. Und darum auch die Perlen auf den Zacken der Krone. In Gottes Augen haben wir eine Berufung. In seinem Willen haben wir eine besondere Aufgabe. Jeder kann sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Gewöhnliche Blechdosen, Durchschnittsmenschen, Sünder, solche, die Scherben haben verursacht. Auf der anderen Seite mit unseren Berufungen, wo jede kostbar ist, wie eine Perle. Menschen, die etwas dürfen sein zu seiner Ehre und für sein Reich. Etwas Besonderes, jeder auf eine andere Art. Aber nur eine ist wirklich besonderig, das lesen wir im alttestamentlichen Losungswort Jesaja 46, 9. Gedenkt des Vorigen, wie es von alters her war, ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag.